Herr Vorsteher, werte Kolleginnen und Kollegen, schön, dass die Frankfurter CDU die immer weiter zunehmende Vermüllung von Frankfurt hier in der Aktuellen Stunde zum Thema gemacht hat. Allerdings müssen Sie sich, werter Kollege Schäfer, fragen lassen, was denn Ihr Mann von der Tankstelle, nämlich der aus den Reihen Ihrer Partei stammende Ordnungsdezernent Markus Frank, in den 10 Jahren seiner Amtszeit von 2011 bis 2021 getan hat, um die Sauberkeit des öffentlichen Raums in unserer Stadt sicherzustellen. Dass Sie die jetzigen Zustände, die unter Grün, Rot, Gelb, Violett sicherlich noch schlimmer geworden sind, mit Krokodilstränen beweinen, ist nicht gerade glaubwürdig. Warum bringen Sie denn keine eigene parlamentarische Initiative zu dem Thema ein, so wie wir es als BFF-BIG-Fraktion gerade mit unserem Antrag NR 915 Berlin zeigt, wie es geht, Bußgelder für Müllsünder drastisch erhöhen, getan haben? Um dieses Problem in den Griff zu bekommen und die Vermüllung der Stadt zu bekämpfen, soll dort nämlich die illegale Müllentsorgung teurer gemacht werden. In Einzelfällen ist eine Erhöhung der jeweils fälligen Bußgelder um 2.900% geplant. Wir werden diesen Antrag ja in der nächsten Sitzungsrunde beraten. Sie dürfen ihm dann sehr gerne zustimmen, liebe CDU. Und sollte hierfür das Land aktiv werden müssen, kann die Stadt dort ja darauf hinwirken und Sie übrigens auch. Und natürlich bedarf es des Dreiklangs aus Bewusstseinsschärfung, Sanktionierung und Kontrolle. Bußgelder, egal wie hoch diese angesetzt sind, verpuffen wirkungslos, wenn nicht die Einhaltung der Regeln kontrolliert und Verstöße entsprechend sanktioniert werden. Deshalb muss es nicht nur die Einführung eines neuen Bußgeldkatalogs für Müllsünder in Frankfurt geben, sondern auch eine Awareness-Kampagne zur Sauberkeit im öffentlichen Raum. Zudem ist die Präsenz von Mitarbeitern des Ordnungsamtes bzw. der Stadtpolizei, insbesondere an den bekannten neuralgischen Punkten im Stadtgebiet, deutlich zu erhöhen, um potenzielle Müllsünder abzuschrecken und die konsequente Sanktionierung von Regelverstößen zu gewährleisten. Denn auch hier gilt die altbekannte Devise: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.